Freunde, ich habe die letzten Tage genutzt und mit Python eine Datenbank erstellt. Benutzt habe ich hierzu das Modul SQLite 3 und dafür einige Skripte geschrieben, wie zum Beispiel dieses, das ist das erste, um Verbindung mit der Datenbank aufzunehmen, mit der Anwendung des SQLite 3 den Cursor zu setzen und die erste Tabelle Personen zu erstellen. Hier kann man auch schon den Primärschlüssel vergeben, um einen eindeutigen Index zu schaffen. Das wird von vielen immer gerne vergessen. Ja, und zum Schluss meldet man sich wieder von der Datenbank ab. Ich starte das Modul mal, das Ding hier. So, da ist meine Datenbank. Leider ist SQLite nicht als quelloffen veröffentlicht worden, sodass man da nichts ändern kann und auch nicht genau einsehen kann, wie was funktioniert. Aber es funktioniert. Ich starte mal eine Abfrage, um zu sehen, ob irgendwas drin ist. Und es ist kein Datensatz drin. Dieses Enter to Exit ist ein ziemlich schmutziger Trick von mir, um dieses Anwendungsfenster offen zu halten, dieses DOS-Fenster da. Wenn da jemand eine bessere Version weiß, immer her damit. Gut. Fügen wir mal ein paar Tupel hinzu. Und starten nochmal eine Abfrage. Und schon sehe ich die ersten Zeilen. Name, Vorname, Personalnummer, das ist der Primärschlüssel, Gehalt und Geburtstag. Also im Prinzip genau wie ich sie hier angelegt habe. Querytable Person, Name, Vorname, Personalnummer, Gehalt und Geburtstag. Was ich beim Tupel hinzufügen immer wieder gerne vergesse, sind die Daten, die ich jetzt an den Speicher übergeben habe, auch letztendlich an die Datenbank zu übergeben. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mehr mit Variablen arbeite, aber gut, das sollte man halt nicht vergessen. Was haben wir noch für schöne Sachen? Wir können die Felder einzeln abfragen, in diesem Fall Name, Vorname, Hartmann Peter, Mustermann Max, oder eben eine etwas gezieltere Abgabe. Wir fragen nach Personen, wo das Gehalt eben größer als 3600 ist, das ist in diesem Fall bei Hartmann. Wir können natürlich auch nach einer Zeichenkette abfragen, wo der Name Mustermann ist, und bekommen dann eben Mustermann Max angezeigt. Gut, soweit die Rohfassung. Demnächst kommt dann auch eben ein grafisches User Interface zu. Soweit, Mutter.